So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, obwohl ich das ja immer sage. Aber heute ist es wirklich ganz besonders, denn wir haben das hier. Was ist das? Ein neues Parfüm, was der Ramses gerne mal testen möchte. Es sieht auf jeden Fall so aus. Das ist Chiliöl und nicht nur irgendein Chiliöl. Das ist das Chiliöl, was mir die Sabrina Spielt in einem Paket geschickt hat, ja? Sie hat mir ein paar Chilischoten geschickt, getrocknete, die man klein schneiden kann, auf Pizza machen oder so. Das ist aber Chiliöl und das haben die selbst gemacht. Grüße gehen raus an eine Kollege von der Sabrina, der das gemacht hat oder so. Sieht auf jeden Fall richtig fresh aus, das traut man sich gar nicht zu öffnen. Weil irgendwann ist das leer und dann ist das Glas nichts Besonderes mehr. Aber so sieht das richtig genial aus zum Hinstellen. Ich habe mir deswegen jetzt mal von Ja, Edelsalami ist ja meine Lieblingsstandardpizza. Mehr kann ich mir auch nicht leisten. Deswegen habe ich mir jetzt mal eine Ja-Pizza Edelsalami geholt und möchte dazu dieses, ich fummel jetzt hier nur rum fürs Thumbnail, möchte dazu dieses Chiliöl probieren oder verwenden, um zu gucken, wie schmeckt das, wie scharf ist das, was geht da ab. Ich habe leider keine Ahnung, wie macht man das überhaupt auf. Die Pizza stelle ich erstmal hier zur Seite. Wir kommen ein Stück hierher. Wir haben jetzt das Chiliöl, ja. Das sieht gut aus fürs Thumbnail. Oder irgendwas Behindertes. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall das Chiliöl. Wir wollen das jetzt mal aufmachen. Das ist ja alles so zugeknüppelt, zugekrustet. Das gibt bestimmt eine ordentliche Sauerei. Vielleicht soll ich es auch einfach versuchen aufzuschneiden. Mit Schere oder so irgendwas. Wird schon passen. Adi, geh mal da bitte weg. Das ist wirklich nichts für dich. Obwohl, wenn es der Adi verträgt, vertrage ich es auch. Andersrum dann aber nicht. Nee, Adi, du kannst nicht immer überall deine Visage reinhängen und dann wunderst du dich, wenn dann irgendwie irgendwas komisch ist. Das stecken wir mal ein, sonst zettert das auch gleich wieder rum. Adi! 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 So, eine Schweigeminute. Dann können wir hier weitermachen. Das ist extra hier mit so einem Korkenverschluss, ja. Jetzt häng doch nicht dein Nüschel da rein, Mann, das ist gefährlich. Du gehst kaputt, ich sage es dir. Ich habe Angst, ich sehe jetzt schon, wie es gleich alles rumsplättert. Wir stellen es lieber mal hin und ziehen den langsam raus. So, jetzt haben wir ganz langsam diesen Stopfen rausgezogen. Und hast du die Pizza in Ruhe? Wir haben mal dran gerochen, jetzt weiß ich nicht. Wie kriegt man das überhaupt raus? Soll ich das einfach drüber kippen? Das gibt doch übelst die Sauerei. Adi, nicht die Salami, Mann! Geh mal bitte. Gib mir Minabalitnaga, Junge, jetzt ist aber gut. Wollen wir mal an dem Stopfen probieren, wenn wir so hier da drüber fahren, was am Finger haben und dann mal da dran lecken? Auf jeden Fall habe ich jetzt Tränen in die Augen. Obwohl das eigentlich gar nichts war. Ja. Einfach nur so eine kleine Fingerkuppe irgendwas. Jetzt möchte ich mir das aber natürlich mal auf die Pizza machen. Entweder liegt das wirklich an dem Chiliöl, weil das brutal ist. Oder ich habe es einfach gerade richtig in den falschen Hals bekommen. Ich hoffe, das liegt am Chiliöl. Ah, man sieht das ja jetzt hier schon. Also, hä? Ich glaube, ich habe mich einfach nur verschluckt. Ist alles nur Spaß. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich das jetzt da drauf machen soll, ja. Soll man das hier so mal auskippen? Auf einen Löffel kippen vielleicht? Und mit dem Löffel das dann mal hier verteilen, so. Auf die Pizza, auf die Salami. Einfach mal da hinten so ein bisschen. Aber es hieß ja, geh sparsam um mit dem Öl, ja?
Möchte ich auch machen. Aber ich habe vier Stückchen. Also würde ich natürlich auch vier Löffel hier zurecht machen. Hier packe ich noch was drauf. Okay. Immer einen Löffel auf eine Pizza. Dann packe ich hier noch einen drauf. Ich sehe schon die Sauerei, wie es jetzt alles an der Flasche runterläuft. Also, das ist wirklich Kacke. Das muss ich sagen. Aber da kann ja keiner was dazu. Entweder sieht es gut aus oder es ist sinnvoll. Das ist auf jeden Fall scheiße. Jetzt steht das nämlich hier und ist alles da runtergelaufen und saut mir hier den ganzen Bottich voll. Ihr seht das, wenn ich das wegnehme, es ist alles hier runtergelaufen, aber wenn ich so drauf kipp, dann ist es ja nicht mehr portioniert. Also machen wir noch einmal einen Löffel, um den letzten Löffel auch noch zu verteilen auf die Pizza, zwischen die Salami, auf die Salami, überall hin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wollen wir den Löffel mal ablecken? Können wir ja mal machen. Es verteilt sich auf jeden Fall überall in Mund und so. Den Stopfen packen wir auch mal wieder hier rein. Was ich mit dem Rest mache, weiß ich nicht. Was ich mit dem Rest mache, keine Ahnung. Vor allem, wenn das Öl weg ist, kann man diese. Boah, nicht ins Auge, bist du bescheuert? Kann man dann diese Chili-Flocken da auch noch essen am Ende? Ich weiß es nicht, ich habe gar keine Ahnung. Da brauche ich aber Kommentare und Feedback. Jetzt ist das alles fertig. Jetzt habe ich hier schön die Pizza voll, ja. Ihr seht hier, da ist ordentlich Salami drauf. Da ist was auf der Pizza drauf, da auch. Da ist auch was drauf, da ist auch was drauf. Ich bin also gespannt. Zusammen mit Pizza, zusammen mit Geschmack hoffe ich, dass das eine gute Sache wird. Es läuft extra hier vorne rum. Wir beißen mal rein, probieren mal. Okay, es ist auf jeden Fall alles schmierig und ölig. Aber irgendwie fehlt jetzt plötzlich die Schärfe. Keine Ahnung. Vielleicht hat man sich auch dran gewöhnt. Dann essen wir das Stück zu Ende. Und manchmal macht es ja die Masse. Ein Wasabi-Chip ist nicht so schlimm, wie wenn er die ganze Tüte isst. Geht aber immer noch. Ich glaube, die Pizza hat hat das ganze Schaf jetzt einfach genommen und versteckt. Jetzt aber ein Stück Salami drauf. Noch schön das Öl mitnehmen, was runtergetropft ist. Also es schmeckt gut, ja. Muss man dazu sagen, wenn ich die Pizza so normal esse, mache ich mir eigentlich auch immer irgendwas drauf oder esse ein Glas Jalapenos dazu oder sowas. Das Öl ist halt sehr schmierig, es saut alles rum, es gibt aber trotzdem einen würzigen Geschmack dazu. Ich finde jetzt aber trotzdem nicht, dass das so richtig krass ist. Ich weiß nicht, was das am Anfang war oder ob das halt wirklich daran liegt, wenn man das pur probiert, dass das so heftig ist und die Pizza einfach das verschlingt. Ich werde auf jeden Fall den Rest noch essen, aber ich glaube, ich werde einfach den ultimativen Test machen, damit ich weiß, was sinnvoll ist und was nicht.
Ich werde einfach noch mal einen Löffel von dem Öl nehmen und den einfach so probieren. Einen Löffel von dem Öl so. Dann müsste man ja auf jeden Fall was merken, glaube Wir füllen also noch mal hier drauf. Da ist auch eine kleine Chiliflocke drin. Ihr seht, der Löffel ist auf jeden Fall voll. Wir probieren ihn mal so. Hat halt einen sehr öligen, aufdringlichen Geschmack. Deswegen sollte man Öl ja eigentlich auch nicht so essen oder so trinken. Um Gerichte zu verfeinern oder wenn ihr jetzt dann Nudeln habt und macht da so eine kleine Ölnote, Chili-Note drauf, Chili-Ölnote drauf. Gibt ja auch so überall Chili-Öl zu kaufen. Ist ja sicherlich eine gute Sache, ja. Oder wenn ihr einen Döner habt, der voll trocken ist, einfach mal einen Spritzer von dem Chili-Öl oben drauf, dann beißt ihr rein, dass das ein bisschen alles flüssiger ist. Soll aber keine Soße sein. Aber Schärfe mitbringt. Ich merke auf jeden Fall, der Speichel bildet sich immer zu, der Speichel fliegt rum, also der Körper scheint eine Reaktion zu zeigen, aber der Verstand setzt schon wieder komplett aus. Das heißt, ist okay, sieht gut aus, hätte ich es lieber zugelassen, sehe es noch besser aus. Die Pizza lasse ich mir auf jeden Fall jetzt schmecken damit. Und damit ihr auch seht, ich flunge euch nicht an, werde ich mir auf die restlichen Pizzastücken einfach noch ein bisschen von dem Öl machen. So, hier auf das, da ist zwar schon was drauf. Wir nehmen einfach noch mal eine Fuhre, packen noch was hinterher. Wir haben hier die andere Seite, nehmen wir halt zwei Öllöffel, nicht zwei Esslöffel, einfach zwei Öllöffel. Packen hier noch was drauf, dass da noch was dazu kommt, ja. Und nehme auch hier auf das dritte Stück noch was, denn das erste war köstlich, aber war mir zu lasch. Also auch hier nochmal Öl drauf. Und jetzt habe ich hier die ganze Sauerei. Das esse ich jetzt noch. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Nein, Adi macht's nicht, oder? Adi riecht. Adi ist nicht begeistert. Adi, nein, nicht in die Salami beißen. Ach, Adi, ist okay. Mach dein Ding. Selbst der Adi schreckt auch nicht zurück. Ich weiß es nicht. Verkehrte Welt. Das mache ich auf jeden Fall wieder zu. Danke trotzdem für das Öl. Zum Würzen passt das. Aber es bringt mich nicht um. Ich hab's mir jetzt extrem vorgestellt. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ist aber trotzdem zum Aushalten, sag ich mal. Vielleicht ist man auch schon abgehärtet oder man rafft eh nichts mehr. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und damit ihr nicht denkt, die schmeiße ich jetzt weg und ich habe die nur so zusammen gemacht, beiße ich natürlich nochmal von der Pizza ab. Also wie gesagt, hält man aus, kann man essen. Das war's von meiner Seite aus. Peace out. Auf Vorhaut. Euer Ramses.